Auch Gareth hatte sich tief in den Wald geschlagen. Er ließ sich an einem Baum niedersinken und lauschte den Wölfen. Wie sehr wünschte er sich doch, dass sie endlich Ruhe geben würden. Sogar ihr Heulen schmerzte ihn. Erinnerte ihn über drei Ecken an Selenes Lüge, dass sie mit der Fähigkeit, sich in einen Wolf zu verwandeln, gerade ihre Magie entdeckt hatte. Das wäre so schön gewesen. Er hatte ihr alles geglaubt, war nie auf die Idee gekommen, dass sie ihm nicht die Wahrheit sagen könnte. Er hatte sich regelrecht krampfhaft an ihre Unschuld geklammert, fest im Glauben, dass zumindest ein Mensch vollkommen gut sein musste und dass er diesen Menschen endlich in Selene gefunden hatte. Er wünschte sich nichts sehnlicher als ein Loch im Boden, aus dem Kyaka stieg und ihn in die Niederhöllen mitnahm. Nur seine Angst vor dem Tod hielt ihn davon ab, diesen Wunsch sofort zu äußern und die anderen 6 Wünsche einfach zu überspringen. Kyaka hätte das sicher gefreut. Aber was brachte ihm denn schon das Leben unter diesen Menschen? Er hatte damit gekämpft, über alle Boshaftigkeit hinwegzusehen, stur nur das Gute um ihn wahrzunehmen und das Leben zu genießen. Aber immer, wenn er einmal glücklich war, wenn einmal alles gut zu sein schien und er wirklich die Hoffnung hatte, dass alles gut werden würde, versetzte ihm die Welt und ihre Menschen einen kräftigen Schlag mitten ins Gesicht, der ihn wieder von den Füßen riss. Nach Yolandas Verschwinden und nach Kyakas Begegnung hatte er gedacht, dass ihn nichts mehr schlimmer treffen konnte. Aber nun zu erfahren, dass Selene ihn die ganze Zeit getäuscht und belogen hatte, ließ alles Geschehene wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen und vergrub all die schönen Momente unter sich. So viele schöne Erinnerungen zuckten ihm durch den Kopf, die alle falsch gewesen waren, in denen sie ihm etwas vorgespielt hatte. Ein bezauberndes, honigsüßes Mädchen, in das er sich verliebt hatte, und in Wahrheit war sie die ganze Zeit über eine hinterhältige, verdorbene Hexe gewesen. Gareth wurde von einer Resignation beherrscht, die sämtliche Empfindungen in ihm erstickte und ihn mit nichts als Leere ausfüllte. Er verbannte alle Gedanken, so gut es ging, aus seinem Kopf und wartete darauf, dass ihn der Schlaf packte. Gareth! Jemand rüttelte ihn wach und benommen öffnete Gareth seine Augen und versuchte blinzelnd in der Morgendämmerung die Person vor sich auszumachen. Koski? Gareth sah sie verwirrt an, wie sie nackt, nur mit einem Wolfsfell über der Schulter, über ihm hockte. An ihrer Seite war Praha Mandat. Was du machen hier? Fragte Koski misstrauisch. Sie wirkte ernst, während Praha Mandat sie wie zur Beruhigung winselnd anstupste. Gareth blickte verwirrt zwischen der Nivesin und dem Wolf hin und her. Ich sitze hier nur rum und mache ein kleines Nickerchen. Unter freiem Himmel. Sieht man doch. Du in Schlaf laufen? Gareth lachte nervös. Nein, ich... egal. Aber was machst du eigentlich hier? Sein Blick wanderte fragend zu Praha Mandat, der sich unruhig an ihrer Seite bewegte. Mit ihm? Hakwa hat sich schon Sorgen um ihn gemacht, bei den ganzen heulenden Wölfen die Nacht. Du nicht sagen? Auch nicht Hakwa? Was soll ich Hakwa nicht sagen? Gareth musste sich Mühe geben, dass seine Stimme nicht brach und ihm sein leidvolles Zittern nicht anzumerken war. Dass du dich heimlich im Wald mit ihrem Wolf herumtreibst? Koskis Blick wurde todernst. Ihr nicht verstehen könnt. Ja, verstehe ich wirklich nicht. Ihr alle nicht verstehen könnt. Koski umarmte zärtlich Brahas Hals, während sie sich liebevoll an ihn schmiegte. Gareth starrte Koski wie vom Donner gerührt an, als ihn eine Erkenntnis traf. Moment mal, ihr seid ein Paar? Koski ließ den Silberwolf los und sah Gareth verunsichert an. Nicht erzählen. Sprachlos und ungläubig nickte Gareth. Aber Koski, es ist ein Wolf. Sie warf ihm einen bösen Blick zu. Ich behalte es für mich, versprochen. Koski war gerade dabei, sich abzuwenden, während Praha schon mit wedelndem Schwanz davon sprang. Sie wandte sich nochmal zu ihm um. Ich gehen zurück in Lager. Du nicht erzählen. Nicht Hakwa erzählen. Gareth nickte heftig. Danke. Gareth konnte nicht umhin, ihren fast nackten athletischen Körper in dem feurigen Licht des nächsten Tages eingehend zu betrachten, während sie sich von ihm entfernte. Koski und Hakwas Wolf. Eine bittere Melancholie holte ihn ein. Sogar Hakwas Wolf bekam ein Mädchen ab. Und was hatte er? Das unerfüllbare Verlangen zerrte an ihm. Wunsch Nummer 2.
flüsterte er abwesend vor sich hin, während er sich bemühte, seine Erregung wieder abzuschütteln. Die Nacht mit einer Frau verbringen. Und wenn es auch nur ein einziges Mal ist. Im nächsten Moment biss er sich auf die Zunge. Aus Angst, Kyaka könnte das wirklich gehört haben und sein unüberlegtes Geschwätz nutzen, um ihn wirklich einen weiteren Wunsch abzuluxen. Andererseits konnte sie doch nicht alles hören, was er sagte. Oder? Garrett beobachtete, wie die Sonne sich langsam hinter dem Horizont vorschob. Und mit einem Mal wurde ihm erst bewusst, dass auch er langsam mal zurückgehen sollte, wenn er nicht im Wald vergessen werden wollte. Koski, warte. Er rappelte sich auf. Nimm mich mit zurück. Als sie das Lager erreicht hatten, waren die meisten bereits wach, frühstückten oder begannen sogar zusammenzupacken. Doch Garrett und Koski waren nicht die Letzten, die fehlten. Selene und Hakwa waren nicht da. Sie kamen erst später, als Garrett, Aiko und Koski bereits ihre Jurte zur Hälfte abgebaut hatten. Selenes Gesicht war verquollen, als hätte sie die ganze Nacht durchgeweint. Garrett versuchte, sie gar nicht zu beachten und einfach auszublenden. Er konnte ihren traurigen Anblick überhaupt nicht ertragen. Woran genau das lag, konnte er nicht wirklich sagen. Irgendwie kam alles zusammen. Vereinsamung und Hilflosigkeit waren davon die garstigsten Gefühle, die seinen Zustand unerträglich machten. Er konnte ihr auch fast 2 Tage lang erfolgreich ausweichen, bis sie dann plötzlich vor ihm stand und ihn ernst ansah. Garrett wurde schwer ums Herz. Er schluckte heftig und seine Lippe begann zu beben. Kann ich kurz mit dir reden? Ja. Resigniert ließ Garrett sich auf seinen Hosenboden fallen. Selene setzte sich ihm im sicheren Abstand gegenüber. Ich möchte dir gern alles erklären, weil ich ehrlich zu dir sein will. Und ich hoffe, dass du mich dann vielleicht besser verstehst. Sie sah ihm tief in die Augen, aber Garrett wich ihr aus. Er saß vor ihr wie ein kleines, schwermütiges Kind, das zum Stillsitzen verdonnert wurde. Ich möchte dir erzählen, wie ich eine Hexe geworden bin. Und die Geschichte beginnt bei meiner Großmutter. Selene erzählte ihm, wie ihre Großmutter krank geworden war und von Morgane, die ihr das Angebot machte, zu lernen, wie sie ihre Großmutter heilen konnte. Selene erzählte von den unschönen Jahren mit Morgane als Lehrmeisterin. Sie erzählte ihm, wie sie lange Zeit selbst nicht mochte, wer sie war und dass es auch ihr sehr wehgetan hatte, es ihm so lange zu verschweigen. Das ist es nicht. Ich habe das Gefühl, dich gar nicht mehr zu kennen. Schlimmer noch, ich dachte eigentlich, dass ich dich gut kenne, dir vertraue. Ich habe dir erzählt, wie sehr ich mich davor fürchte, dass eine Hexe mich in eine Kröte verwandelt und habe das ausgerechnet einer Hexe erzählt. Jetzt weißt du ja schon mal, was du tun kannst, wenn du mich satt hast. Ich könnte dich nie in eine Kröte verwandeln. Mal abgesehen davon, dass ich gar nicht weiß, wie das geht, müsste ich mich doch dann selbst gleich mitverwandeln. Garrett verstand nicht die volle Tragweite ihrer Aussage, aber er verstand sie gut genug, um zu wissen, dass man eine Person, die einem angeblich so viel bedeutete, nicht anlog. Warum hast du es mir nicht da erzählt? Weil, das ist nicht so einfach, Garrett. Ich bin damit aufgewachsen, dass die Menschen Hexen nicht mögen und ich für mich behalten muss, was ich bin. Und als ich bereit war, es dir zu sagen, war schon alles zu spät und du hast Hexen gehasst. Ich hasse niemanden. Garrett, du hast furchtbare Erfahrungen mit Hexen gemacht. Das verstehe ich auch, aber du hast gesagt, dass du Hexen brennen sehen willst. Höchstens Salvinia, aber das war auch nicht ernst gemeint. Aber ich könnte nie dich hassen und sicher nicht brennen sehen. Ich meine, ich kann nur nicht mal meine Bruche brennen sehen. Was? Ja, ist schon ewig her. Damals wollte Yolanda meine alte Bruche wegschmeißen. Aber ich habe sie gefunden und zurückgeholt. Und daraufhin hat Yolanda sie verbrannt. Das war furchtbar. Weißt du was, Garrett? Genau dafür liebe ich dich. Das war nun doch Grund genug, ihr in die Augen zu sehen. Noch immer glänzten ihre Wangen von den Tränen und ihre Lider waren rot vom Weinen. Aber er konnte auch in ihnen erkennen, dass sie ihre Worte genauso meinte, wie sie es gesagt hatte. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Sein Magen verkrampfte sich schmerzhaft, weil er gar nicht wusste, ob er von der schweren Last tiefer sinken oder freudig flatternd höher steigen sollte. Und das fühlt sich eigentlich auch gut an, aber gerade, ich weiß nicht. Er brach ab und schüttelte schwerfällig den Kopf. Wieder stiegen in Selene Tränen auf, die sie nicht zurückhalten konnte. Mit bebendem Kiefer und schmerzvollem Blick starrte sie Garen flehentlich an. Dieser richtete sich nervös auf.
Er hielt es nicht mehr aus. Hakwa hat mir erzählt, was du vorhast, dass du zu deiner Hexe da willst. Sie ist nicht meine Hexe. Ich bin dafür. Selene sah überrascht zu ihm auf. Mir ist alles lieber, als mich Kyaka direkt auszuliefern. Es reicht schon, dass sie in meinen Träumen ist. Da will ich gar nicht wissen, was ist, wenn ich ihr leibhaftig nochmal gegenüberstehe. Selene nickte nur verblüfft. Ich wusste nicht, dass du so darüber denkst. Ich glaube, du weißt einiges nicht von mir. Oder warum tust du mir... Er suchte nach Worten. ...sowas an. Das will ich doch gar nicht. Dann hör mit diesen Gesprächen auf. Ich ertrag das nicht. Ich will nicht über sowas nachdenken. Ich will einfach nur glücklich sein. Von mir aus dumm und glücklich. So wie es vorher war. Ganz ehrlich, ich wünschte, du hättest mir das nie erzählt. Aber das kannst du nicht. Könnte ich schon. Garrett. Selene überging seinen bissigen Kommentar. Ich will doch auch nur, dass du glücklich bist. Dann bitte, lass mich einfach nur noch damit in Ruhe. Wenn das ist, was dich glücklich macht, dann werde ich das tun. Wieder verzerrte ihr Gesicht sich von schmerzender Trauer, während ihr die gerade erst getrockneten Tränen wieder in dicken Tropfen über die Wange liefen. Kann ich jetzt gehen? Oder willst du mich noch weiter quälen? Garrett gab sich größte Mühe, das Selene-Thema genauso weit in die hinterste Ecke seines Kopfes zu schieben wie die Kyaka-Problematik, auch wenn das durch Selenes ständige Anwesenheit sehr erschwert wurde. Er würde ja nur zu gern alles vergessen und weitermachen wie zuvor, aber gleichzeitig spürte er, dass es irgendwie nicht ging. Diese tiefe Vertrautheit, die ihn mit ihr verbunden hatte, war einfach weg. Und das machte Garrett am meisten zu schaffen. Umso erleichternder war es, mit Hakwa und den Nivesen auf Späheinsatz zu gehen, während Selene und Koski bei der Sippe blieben und über ihre Wolfssachen diskutierten. Aiko, wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Koski? Garrett grinste ihn schelmisch an, während Aiko ihn krampfhaft anstarrte, um seine Frage zu verstehen. Wir sind Freunde? Das ist gut. Aikos Blick wurde misstrauischer. Gut für dich? Nö. Gut für dich. Verwirrt starrte der Nivese ihn an, doch dieser hüpfte schon zu Hakwa herüber. Grummelig und schlecht gelaunt lief diese vor sich hin. Garrett wusste nicht wirklich, was die Ursache dafür war, aber es störte ihn, Hakwa so schwermütig zu sehen. Hakwa, lach doch mal, bitte. Ich hab aber nichts zu lachen. Garrett rang sich mit größter Mühe ein ehrliches Lächeln ab, um sie wieder aufzumuntern. Sicher? Er hopste schnell ein paar Schritte vor sie und lief dann rückwärts weiter, um Hakwa in die Augen zu blicken und ihr ein breites Grinsen zu schenken. Deren Blick verdüsterte sich. Garrett, ich weiß, was du jetzt machen willst. Lass es. Ich hab dich schon gewarnt. Was passiert, wenn du nochmal... Aiko starrte überrascht Hakwa an, als diese plötzlich stehen blieb und ein schallendes Gelächter ausbrach. Hakwa? Was los? Oh, Hakwa muss ich nur ein wenig auslachen. Er zwinkerte den Nivesen zufrieden an. Das ist so bei ihr. Wenn sie eine Schnute zieht, dann kriegt sie einen Lachanfall. Viel schneller, als Garrett lieb war, schaffte Hakwa sich zusammenzureißen. Sie richtete sich wieder zu ihrer vollen Größe auf und ihr Gesicht, in dem noch die Freudentränen glitzerten, verzog sich wutentbrannt zu einer Grimasse. Garrett! Oh. Garrett hastete davon, aber Hakwa blieb ihm dicht auf den Fersen. Dank ihres Gepäcks und der schweren Kleidung war er schneller als sie, doch Hakwa war ausdauernder. Also huschte er zu einem Baum, warf schnell seinen Rucksack ab und sprang an einen dickeren Ast, an dem er sich hochzog, um dann noch höher in den Baum zu klettern. Ich krieg dich, Garrett! Ungeschickt versuchte Hakwa, ihm hinterher zu klettern, aber ihr fehlte Garretts Leichtfüßigkeit. Tja, Hakwa, ich glaub, das wird nichts. Garrett saß oben im Baum und lachte und bemerkte gar nicht, wie stinksauer Hakwa wirklich war. Sie packte schäumend vor Wut ihre große Axt und begann mit kräftigen Schlägen den Baum zu fällen. Ich krieg dich doch schon runter, das verspreche ich dir. Hakwa. Langsam mischte sich Panik in Garretts Stimme, als der Baum bedrohlich zu knarzen begann. Hör auf. Endlich trat auch Aiko an die große Frau heran. Hakwa, du aufhören, du ruhig müssen. Gemeinschaftlich ließ Hakwa sich schließlich doch beruhigen. Sie ließ von dem Baum ab, bevor er mit Garrett zusammen umstürzte, sodass dieser sicher wieder herunterklettern konnte. Ich hab dich gewarnt, Garrett. Du sollst mich nicht verzaubern. Aber es war doch nur ein Scherz. Ich wollte die Situation etwas auflockern. Aber nicht so. Schmollend stapfte Hakwa weiter und Garrett blieb verdattert stehen. Aber wie denn dann?
Am Abend übernahmen Eiko und Selene zusammen eine Gruppe der ersten Nachtwache. Selene hatte sich gemeldet, weil sie eh nicht schlafen konnte. Und Eiko musste als Teil von Soljenkas Strafe häufiger die ungeliebte Aufgabe übernehmen. Er war aber dennoch froh, heute nicht die Hundswache abgegriffen zu haben. Selene, geht dir gut? Geht so. Ich mit Koski gereden. Du reden viel mit ihr in letzte Tage. Du und Gareth. Ja. Eiko stellte seine Ausfragerei nicht sonderlich geschickt an. Aber Koski wollen nicht erzähle, was los ist. Ihr streiten? Ja, Eiko. Wir haben uns gestritten. Du und Gareth? Ja, aber... Eiko kroch etwas in die Nase. Es war Rauch. Ganz sicher. Die dünnen, leichten Fäden von brennendem Holz lagen im Wind. Er schnupperte und suchte mit den Augen den Horizont der Nacht ab. Ich mag eigentlich nicht darüber reden. Gareth will nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich ihm verheimlicht habe, dass ich eine Hexe bin und... Da! Eiko hatte in der Ferne die Ursache gefunden. Ein Feuer. Da brennen! Selene brach ab und folgte Eikos Blick. Und tatsächlich, als kleiner Fleck war das Lodern von Feuer zu sehen, dessen Rauch der Wind in ihre Richtung wehte. Selene konnte davon nichts riechen, aber in Eikos feiner Nase biss der Qualm trotz der Entfernung. Das sieht ja gar nicht gut aus. Wir sagen Alarm? Ja, ich sage Bescheid. Behalte du das Feuer im Auge. Schnell rappelte Selene sich hoch und lief in den Innenkreis des Lagers. Eiko behielt die Flamme im Auge. Soweit er es von der Entfernung her einschätzen konnte, muss es ein großes Feuer sein. Und bei allen Himmelswölfen, wenn das ein Waldbrand war, dann war unvorhersehbar, wie schnell er sich ausbreitete. Ein paar Minuten später kam Selene mit einigen Leuten im Schlepptau zurück. Neben Soljenka und Niljo folgten auch Hakwa und Koski ihr. Das sieht wirklich nicht gut aus. Niljo schüttelte nachdenklich den Kopf. Das müssen wir uns einmal aus der Nähe anschauen. Soljenka, wenn das in Ordnung ist, dann werde ich mir diese kleine Gruppe schnappen und einen näheren Blick auf das Feuer werfen. Ja, aber sei vorsichtig. Und so zogen sie schließlich zu fünft los. Sie brauchten gut 2 Stunden, bevor sie die Brandursache erkennen konnten. Es war ein Dorf, in dem mehrere Häuser in Flammen standen. Oh nein! Selene betrachtete erschüttert die brennenden Häuser. Wir sollten ihnen zu Hilfe kommen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was es mit dem Feuer auf sich hat. Vielleicht haben es Chalunken gelegt und sind noch in der Nähe. Selene heftete sich an Niljos Fersen, der sich vorsichtig dem Dorf näherte. Hakwa, Eiko und Koski näherten sich dem Brand von einer anderen Seite. Eiko lauschte angespannt. Hakwa, ich höre Frau rufen. Da. Er wandte sich in die Richtung, aus der er die Schreie gehört hatte. Und auch Hakwa wurde nun darauf aufmerksam. Lass uns da mal nachschauen. Selene trat mit Niljo auf die Straße, welche in das Dorf führte. Und schnellen Schrittes näherten sie sich. 3 benachbarte Häuser standen in Flammen. Es sah so aus, als hätten sie jeweils vom Benachbarten Feuer gegriffen. Ein kleines Kind stand verstört auf der Straße und lief schnell weg, als Selene und der Nivese sich ihm näherten. Die anderen Dorfbewohner, alles Kinder oder alte Leute, hatten eine Löschkette vom Brunnen zu einem der brennenden Häuser gebildet. Selene warf einen Blick durch die zerstörten Fenster und Türen, doch es schien sich schon lange niemand mehr in den Häusern zu befinden. Die Häuser sind definitiv verloren. Nuschelte sie auf Miyuka vor sich hin und betrachtete mit einem traurigen Kopfschütteln das Flammenmeer. Aber trotzdem kann man verhindern, dass das Feuer sich weiter ausbreitet. Ja. Selenes Blick wanderte zu den verzweifelten Dorfbewohnern. Wir sollten ihnen helfen, so gut wir können. Und vielleicht erzählen sie uns ja auch, was hier passiert ist. Nein! Dank Eikos gutem Ohr fanden sie recht schnell auf den umliegenden Feldern die schreiende Frau. Eine weitere Person zerrte sie mit sich, während sie versuchte, sich zu befreien. Hakwa begann einen Sport und die beiden Nivesen folgten ihr. Hey, lass sie los! Aus der Dunkelheit schälten sich einige Schritte hinter ihm noch weitere Personen. Hakwa wurde vorsichtig langsamer und packte einen ihrer Wurfspeere. Der eine Kerl gab die Frauen einen anderen Mann ab und wandte sich Hakwa zu. Wer seid ihr? Der Mann war mit einem Kettenhemd bekleidet und ein Helm saß auf seinem Haupt. Er war ein Söldner,
Doch es war zu dunkel, um die Farben seines Wappenlappens erkennen zu können, der seine Brust zierte. Das geht dich nichts an. Lass sofort die Frau in Ruhe. Das geht dich gar nichts an. Er nickte seinen Kumpanen zu, und drei weitere Söldner gesellten sich an seine Seite. Einer spannte bedrohlich seine Armbrust. Hakvor starrte sie grimmig an. Eiko, Koski, macht euch bereit zum Schießen. Verschwindet, wir machen hier nur unsere Arbeit. Frauen zu entführen? Wir entführen nicht, wir rekrutieren Arbeiter. Sklaven wohl eher. Arbeiter! Hakvor spuckte angewidert aus. Pah, Sklaven, sag ich. Ihr kommt her, nehmt euch Sklaven und zündet ihre Häuser an. Also ich hab die nicht angezündet. Hinter ihm wimmerte noch immer die junge Frau. Lass sie gehen, sofort. Oder was? Hakvor zog zornig ihren Wurfspeer hoch, und noch bevor irgendeiner der Söldner etwas machen konnte, hatte sie ihn auch schon geworfen. Und der Speer durchbohrte das Bein des Armbrustschützen, der vor Schmerz kreischend zu Boden ging. Und Hakvor hetzte los, während sie ihre Axt aus der Schlaufe löste. Warte, halt! Der Söldner riss panisch die Arme hoch und wich ein paar Schritt vor Hakvor zurück. Auch seine Kumpane rührten sich nervös. Hakvor bremste ab, und mit bedrohlich erhobener Axt starrte sie die Söldner böse an. Lass das Mädchen frei. Kolja, komm zurück. Lass sie gehen. Ein Moment später setzte der Söldner, der sich die junge Frau über die Schulter geworfen hatte, sie wieder auf den Boden ab. Ein anderer Söldner kniete sich neben den verletzten Armbrustschützen. Hakvor beobachtete alles genauestens und funkelte den Sprecher der Söldner böse an. Wem dient ihr? Der kalten Herrin. Welche kalte Herrin? Noch nicht von Glorana gehört? Hakvor durchzuckte einen Schreck, als sie den Zusammenhang verstand. Sprachlos stand sie für einen Moment vor den Söldnern. Der junge Kerl, dessen Bein ihr Speer durchbohrt hatte, wimmerte auf dem Boden. Hakvor ging zu ihm herüber. Sie atmete tief durch. Habt ihr Verbandszeug? Der Söldner, der neben dem Verletzten kniete, nickte. Gut. Ich will meinen Speer wieder. Aber dann beeilt ihr euch besser mit dem Verbinden. Sie zog den Speer ruckartig heraus. Und jetzt verschwindet! Hakvor hielt einen Moment inne und betrachtete Kloranas Söldner eingehend, während sie ihre nächsten Worte abwog. Und sorgt dieser Klorana, dass wir kommen. Ungeachtet ihrer Reaktion drehte Hakvor sich um und marschierte zu Eiko und Koski zurück, in der Hoffnung, dass diese ihr den Rücken frei hielten, falls einer der Söldner auf sie losgehen sollte. Die junge Frau, welche die Söldner fast entführt hatten, war inzwischen zu Eiko und Koski gelaufen. Hakvor hockte sich vor die junge Frau. Geht es dir gut? Sie nickte zaghaft. Gut, dann komm. Wir gehen jetzt ins Dorf. Wer weiß, ob sich dort noch solche Widerlinge herumtreiben. Als sie das Feuer am Morgen langsam im Griff hatten, nutzten Hakvor und Selene die Gelegenheit, um die Dorfbewohner etwas mehr darüber auszuquetschen, was geschehen war. Währenddessen diskutierten die Nevesen auf Nyuka, wie sie mit dem Rest ihrer Sippe verfahren sollten. Selene half einer älteren Frau, die fürchterlich zu schluchzen begann und sich nach dieser anstrengenden Nacht kaum noch auf den Beinen zu halten vermochte. Da waren so viele Leute mit große Schwerter und Wagen und viel Rüstung an den Männern und Frauen dran. Und die haben uns keine Wahl nicht gelassen. Ein paar von unseren Jungens, darunter mein Sohn, der Stane, das ist ein guter Junge, mein Sohn. Ach, na ja, ich will's dir damit ja erzählen, weil sie uns geholfen haben. Aber versteht's doch, junge Frau. Lieber wäre ich in den Herrn Borons Arm, als dass mein Sohn ein Unheil geschieht. Das schwöre ich bei Mütterchen Pereine. Jedenfalls haben's gesagt, sie wären von der kalten Herrin und wir müssen unseren Tribut zahlen für deren Sohn. Und dann haben's gemeint, sie wollen unsere Leute und alles essen, was wir haben. Und unsere Viecher die auch noch dazu. Hakvor indes hatte sich einen kleinen Jungen geschnappt, der gerade so noch aus einem der brennenden Häuser gerettet worden war. Wir haben uns da drinnen versteckert, weil unsere Eltern meinten, wir sollen uns versteckern, damit der uns nicht mitnehmen tun. Aber die haben unsere Eltern mitgenommen. Der eine hat gesagt, dass das mit der Zeit schwieriger wird mit den Dörfern, weil so viele hat's nicht an der Grenze und Atikloana oder wie die heißen tat, also die wäre bestimmt wütend, wenn sie nichts mehr ranschaffen täten.
Aber der andere, das war so ein Vornehmer, der hat gedacht und gesagt, dass die jetzt Verdünnete hätte. So ein Mannequin. Und der Feuermal. Das habe ich mir gemerkt, weil der da so bei gelacht hat bei dem Namen. Das war voll gruselig und dann hat er gesagt, Feuermal. Das bringt mich auf eine Idee. Feuermal. Und dann hat er gelacht und eine Fackel genommen und alles angesteckt. Und sie sind fortgezogen und haben uns gelassen. Zum Glück, weil die Nadescha hat gesagt, wenn wir uns wehren tun, dann bringen sie uns alle um. Hat aber auch nichts genutzt. Sie haben sie auch mitgenommen. Gut, ich danke dir. Dann lauf mal schnell zu den anderen zurück. Kaum hatte sie den Jungen gehen lassen, kam Selene zu ihr. Hakwa funkelte sie böse an, sodass Selene verunsichert leise wurde. Hast du Informationen bekommen? Ja, welche, die ich lieber nicht gehört hätte. Die Söldner wurden von Chlorana geschickt. Ich weiß. Und zu so einer willst du Gorrit bringen. Ich... Angefressen ließ Hakwa Selene links liegen und zog energisch an ihr vorbei. Eiko und Koski hatten den Auftrag, in das Lager ihrer Sippe zurückzukehren und von den Geschehnissen zu berichten. Niljus Plan war es, die Dorfbewohner zumindest mit dem Allernötigsten vorerst zu versorgen. Vor allem ihre Essensvorräte waren von den Söldnern skrupellos geplündert worden. Auf dem Weg schlug Koski plötzlich ohne ersichtlichen Grund einen ernsten Ton an. Eiko, ich gehe fort. Was? Ihre Nachricht traf ihn vollkommen unvorbereitet. So richtig fort? Ja, so richtig. Aber warum? Du hast doch erlebt, was mit mir passiert, wenn Mardas Schandmal voll am Himmel steht. Ich bin eine Gefahr für euch. Deshalb werde ich für die Zeit weit weggehen. Und du hast Suljenka nicht davon erzählt, nehme ich an? Natürlich nicht. Ach, Koski, von mir wird sie es aber auch nicht erfahren. Vielleicht komme ich auch zurück, wenn die schlimme Zeit vorbei ist. Ich weiß es noch nicht. Aber ich habe gehofft, dass wir uns diesen Abend vielleicht noch zusammensetzen, bevor ich gehe. Du, Selene, Gareth und Hagwa. So wie Koski es sich wünschte, verbrachten sie den Abend tatsächlich nicht draußen am Feuer unter den anderen Nivesen, sondern in ihrer Jurte bei einem Schluck Kelmi und schönen Geschichten. Brahamandat, der Koskis Unruhe spürte, schmiegte sich eng an sie und rief damit Hakwas Eifersucht hervor. »Was ist das eigentlich mit Brahamandat?« fragte sie misstrauisch die Nivesin. Koski rückte schuldbewusst ein wenig von dem Silberwolf weg und ihre Stimme klang resigniert, als sie Hakwa antwortete. »Du keine Sorgen machen. Er will mit dir bleiben.« »Du hast mit ihm geredet?« Koski nickte. »Und ich bald weg sein.« »Du gehst?« Hakwa sah sie überrascht an und stellte einen Moment später fest, dass dies scheinbar nur sie verwunderte. »Ach, bin ich denn die einzige Person, die das noch nicht wusste?« Die anderen wechselten einen Blick untereinander und bestätigten Hakwa damit. »Na toll!« Hakwas Versuche, sie umzustimmen, stießen genauso wie die Versuche der anderen bei Koski auf taube Ohren. Als die Nacht ihren Höhepunkt erreichte und alle Nivesen schlafen gegangen waren, verabschiedete sich Koski von jedem der Runde und verwandelte sich schließlich in einen Wolf, der in die Nacht hinaus verschwand und die anderen mit einer bedrückten Stimmung zurückließ, in der Ungewissheit, ob sie das Mädchen je wieder sahen. Gareth lag auf seinem Schlaflager, das früher einmal so kuschelig weich gewesen war. Aber inzwischen stimmte seine Gefühllosigkeit ihn weit weniger melancholisch, denn immerhin hat er ja noch die Nächte. Und da musste er sich auch schon lange nicht mehr mit einem harten Boden und einem alten, verklebten Schlafsack zufrieden geben. Denn das Schönste an Träumen war, dass man sie manipulieren und nach den eigenen Wünschen gestalten konnte, wenn man darin etwas Übung hatte. Und Gareth hatte viel Zeit zum Üben. Er schloss die Augen. Gareth. Gareth schmiegte sich gerade in seine weichen Felle, als der Ruf an seine Ohren drang. Er wollte ihn eigentlich ignorieren und sein flauschig warmes Bett weiter genießen, doch irgendetwas in ihm konnte das nicht. Die Stimme klang irgendwie vertraut. Oh, Gareth. Er setzte sich auf. Heute war es in seinem Traum Nacht,
Doch das Mondlicht schien so hell, dass seine sanften Strahlen ein sinnliches Sicht um ihn herum warfen. Er richtete sich neugierig auf und verließ die Jurte. Gareth. Niemand war da, doch die Stimme lockte ihn immer noch und Gareth folgte dem Ruf aus dem Lager heraus. Gareth. Dann sah er sie. Das sinnliche Mondlicht übergoss die Gestalt von Amuri und schmeichelte ihren Formen. Sie hatte sich von ihm abgewandt und spielte verführerisch mit ihrem rabenschwarzen Haar, welches das Glitzern des Mondes auffing. Und obwohl sie leichte Lederkleidung trug, zeichnete sie sich ab, schmeichelhaft an sie geschmiegt wie eine zweite Haut. Und das Dämmerlicht ermöglichte Gareths Fantasie, sie einfach wegzuwischen. Und das ganz ohne Magie. Gareth wurde von einem tiefsitzenden Hunger zu ihr getrieben. Er pirschte sich an sie heran, bis sie sich zu ihm umdrehte. Gareth. Hey. Tick. Oh. Kelbutin. Gareth. Und einladend tüpfte sie davon, wie ein unerfahrenes, zartes Reh. Und inbrünstig eröffnete Gareth die Jagd. Seine Muskeln spannten sich, schwollen an und setzten Kräfte in ihm frei, wie er sie noch nie gefühlt hatte. Auch nicht im Traum. Mit einem knurrähnlichen Schnauben nahm er die Verfolgung auf. Aber der Sieg war schnell sein und von der kurzen Hatz berauscht, warf er sich gnadenlos auf sie. Sie wand sich unter ihm, in Lust, lockte ihn, sie doch noch einmal entkommen zu lassen, um das Spielchen noch weiter zu treiben, es länger auszukosten. Doch er konnte seine Gier nicht zügeln und wollte seine Beute nicht wieder hergeben. Er hieb seine Zähne in ihren Nacken, drückte sie gewaltsam auf den Boden und nagelte sie dort mit seinem Gewicht fest, während er sich an ihre sanften Rundungen klammerte. Doch ihre Lederkleidung hemmte ihren Kontakt. Er ärgerte sich, dass sie da war, riss an ihr, kratzte die zweite Haut mit seinen Klauen auf, um sie ganz fühlen zu können und von ihrer Wärme umschlossen zu werden. Sie stöhnte genießerisch und schlängelte sich noch immer unter ihm, ohne stillzuhalten. Dann lag mit einem Mal Amuris Messer in seiner Hand und bereitwillig schlossen die Finger sich darum. Irgendetwas war passiert. Das wurde Selene sofort bewusst, als sie aus dem Schlaf gerissen wurde. Instinktiv fiel ihr Blick zur Seite. Gareths Schlaflager war leer, mal wieder. Dann fiel ihr Blick auf Hagwa. Was ist los? Sie zog sich gerade ihren wadenlangen, gestreiften Rock an. Ich weiß nicht, aber ich geh schauen. Schlagartig war Selene hellwach und sprang auf. Sie warf sich schnell ihren Umhang über und folgte Hagwa nach draußen. Auch Aiku war wach geworden und stand achtsam an Hagwas Seite. Soyenka trat gerade aus ihrem Zelt, an ihrer Seite Niljo. Ein paar Niwesen eilten in eine Richtung aus dem Lager und Selene folgte ihnen, ebenso wie Hagwa und Aiku. Sie fanden einen Pulk an Leuten und ein Blick in ihre Mitte ließ Selenes Herzschlag vor Bestürzung aussetzen. Amuri stand weinend da, elendig, in Schmutz gewälzt, das weiche Leder hier und da zerrissen. Sie presste sich an Barnuk, dessen feindlicher Blick Gareth fixierte. Dieser lag mit verzerrtem Gesicht auf dem Boden, niedergerungen und fest im Griff von Berko. Der hatte die eine Hand tief in Gareths Haar vergraben und mit der anderen hielt er ihm ein Messer an den Hals. Fassungslos starrte Selene ihn an. Pushing us into self-destruction. Pushing us into self-destruction.